Freitag. Heute begrüßt sie im SAR-TV-Studio Stefan Kühler in einem zauberhaften guten Abend. Am liebsten nur im Dreck. Das Lied dürfte eigentlich jeder Saarländer kennen. Die jüngere Generation kann vielleicht nichts mehr damit anfangen. Und so hat sich ein etwas älterer zur Aufgabe gemacht, es in ein neues Gewand zu packen. Manfred Spoh, seines Zeichens Comedian, Kabarettist und freier Künstler, erfand das saarländische Volkslied Mir han gespielt am liebsten nur am Dreck neu. Die Melodie stammt eigentlich aus dem rheinischen Karneval. Und wie geht das zusammen? Ja, dann ging die Sucherei los über das Landesarchiv an der Universität und dann haben wir irgendwann den Punkt erreicht, dass wir gesehen haben, seit etwa 1920 existieren diese Texte und wir haben insgesamt 14 Strophen aufgefunden und haben die dann entsprechend musikalisch seziert und neu zusammengefügt. Neben der Bossa Nova-Fassung, die der Künstler auch bei der heutigen Pressekonferenz zum Besten gab, entstand eine Walzer-Version. Weiterhin gibt es eine entfremdete Fassung mit türkischen Einsätzen, zu der auch ein Musikvideo produziert wurde. In diesem Video geht es um das Leben der Bergleute und Fremdarbeiter auf ihrem tagtäglichen Gang zur Hütte. Die Engelchen im Himmel backe, sah die Mamme Ball. Und mit ihrem Lied im Ohr sind dann die Aue zugefallen. Wir haben gespielt. Hinter dem gesamten Projekt steckt jedoch eine Menge Arbeit und ein kleines, aber effizientes Team ermöglichte die Verwirklichung. Die CD wird voraussichtlich Ende Oktober erhältlich sein.